Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Kleinmarketing Consulting. In diesem Video geht es um die 8 Wege, Leads zu generieren, Leads zu gewinnen, Neukunden zu gewinnen, ja, oder auch generell Bestandskunden weit auszubauen, also da immer wieder versuchen, ja, das Geschäft zu vergrößern. Es ist eigentlich völlig egal, ja. Übergeordnet gibt es nur 8 Wege. 8 Wege. Ja, wenn du jetzt denkst, oh, es gibt doch so viele mehr und so, ja klar, im Detail, unterschiedlichste Varianten und Möglichkeiten, ja, zig verschiedene soziale Medien, Plattformen, was weiß ich, ja, die sich auch immer wieder ständig ändern, aber übergeordnet, ja, so wie vor 10 Jahren, so wie vor 20, 30, 40 Jahren, so letztendlich auch in wahrscheinlich 10, 20, 30, 40 Jahren, also letztendlich 8 Wege, die sich so schnell auch nicht ändern werden. Und es gibt hier von diesen 8 Wegen gibt es eine Unterteilung. Die Unterteilung ist letztendlich die, dass 4 davon kannst du selber machen. Ja, also wenn du zum Beispiel Freelancer bist noch oder Einzelunternehmer und letztendlich alles noch selber machst, du ein paar Angestellte hast und so weiter, aber letztendlich irgendwie noch alles selber machst, ja, noch keine, eben alles selber machst, ja, und das ist letztendlich warme Akquise, ja, kalte Akquise was ist da der Unterschied, wenn du noch ganz am Anfang stehst, komme ich gleich dazu, bleib auf jeden Fall dran. Das andere ist Content. Also Content generieren, egal in welcher Art und Weise, es gibt hier nur 4 Formen: Text, Bild, Video und Ton. Und Video ist letztendlich die Kombination aus Text, Bild und allem drum und dran. So, und das ist eben, das spielt rein bei warme Leads, das heißt Content. Und das vierte, Ads. Also Ads schalten, du gibst da so eine Social Media Plattform oder Google, ja, so viele gibt es da gar nicht. Also es gibt da noch ein paar andere Plattformen, wo du quasi noch mehr Ads machen kannst, also dann irgendwie noch auf der Telekom-Website irgendwie was platzierst und so. Das ist aber am Anfang überhaupt noch gar nicht nötig, dass du dich da überhaupt Gedanken machst in irgendeiner Art und Weise. Am Anfang ist nur wichtig, LinkedIn, Facebook und Google, ja, TikTok, weiß ich nicht, muss nicht sein. Ja, es war ein kleiner Hype, aber ist jetzt auch schon am Abflachen, je nachdem, was du machst. Aber die wichtigsten sind wirklich LinkedIn, ja, Facebook. Muss man auch nochmal genauer hinschauen, ja, kann man sozusagen sagen wir auch komplementär verwenden, genauso wie TikTok. Ja, und andere Sachen noch, aber also die 2 Core-Dinger in bezahlte Werbeanzeigen in meiner Branche, in IT, ja, und B2B und so weiter, sind einfach Google und LinkedIn, ja, und das, der ganze andere Kram, den kann man so zusätzlich noch dazu packen, das macht dann durchaus auch Sinn, aber das sind so tiefgehende Strategien, darum geht es jetzt hier nicht in diesem Video, dazu einfach meinen Kanal abonnieren auf YouTube, ja, und dann immer mal wieder reinschauen, dann werde ich auch mal wieder Videos dazu machen. Wir sehen uns also dazu noch in anderen Videos. Aber hier einfach mal nur übergeordnet, es gibt Content, Ads, ja, die du schalten kannst, du persönlich schalten kannst. Also ganz, ganz wichtig hier, das bist du. Ja. Und wie viel muss ich jetzt von dem Ganzen hier tun, sozusagen? Dazu kommen wir auch gleich noch. Ja. Also das Ganze zum Beispiel jetzt mal quantifizieren. Ja. Okay, ich muss Ads schalten, aber wie viele Ads? Okay, Content, welche und wie viel? Ja. Kaltakquise, okay, wen anrufen und wie viel, wie oft, ja, Warmakquise und so weiter, wie viel, wie oft, ja, diese 2 Fragen, damit ich eben weiterkomme mit meinem ganzen Business und zu meinen Zielen und so weiter, da kommen wir gleich noch dazu. Dann hier sind die Dinge, die andere für dich machen können, also andere Leute, AL, ja, okay, das ist du und das sind andere Leute, AL, und das ist letztendlich Empfehlungen. Empf, ja, Empfehlungen, Affiliates, und Affiliates, das ist einfach so ein Begriff aus dieser ganzen Marketingwelt und so weiter, das ist im B2B, IT, es ist letztendlich eigentlich Channel Partners, ja, Distributoren, einfach Partnerschaften, kann man einfach so abwägen. Dann hier Angestellte, ANG, ja, nicht AMG, der Mercedes, sondern ANG für Angestellte, ja. Also wenn deine Angestellten AMG sich leisten können, dann bist du schon gut dabei, dann läuft meistens auch irgendwas falsch. Und Agenturen, AG,
kürze ich ab mit AG. Okay? Also, das sind andere Leute, die dich weiterempfehlen. Affiliates oder Channel und Partner und so weiter. Angestellte, einfach Leute, die du einstellst. Ja, eigene Teams bilden, intern und so weiter. Ich auch schon viel geholfen, ausgebildet und so weiter. Und hier Angestellte. Okay? Gut. Agenturen. Also beauftragst halt einfach Agenturen, ja. Wir machen auch in diverser Weise Agenturdienstleistungen. Wir sind so ein bisschen hybrid. Ja, mit meiner Firma machen wir sozusagen auf der einen Seite operative Unterstützung, aber auf der anderen Seite auch Coaching und Consulting. Okay, was ja auch viele letzter Zeit auch angeboten haben, auch andere. Und wir machen einfach auch, sagen wir mal, sehr wenig Gruppencoaching, sondern sehr viel Einzelcoaching. Auch das haben jetzt mittlerweile alle anderen auch kapiert und bieten jetzt alle auch Einzelcoaching an, komischerweise seit eineinhalb Jahren. Ja, wir machen das schon seit Ewigkeiten, weil wir wissen, dass das die besten Früchte trägt. Ist weniger skalierbar, ganz klar. Ja, aber bei uns geht es ja nicht um Quantität, sondern bei uns geht es um Qualität. Ja, auch bei den Leads, die wir machen für unsere Kunden. Ja, wenn wir operativ unterstützen, ja, es ist am Ende völlig wurscht, ob du 2-3 Leads im Monat machst oder ein Lead oder 5 oder 10 oder 100. Ja, es geht immer um die Qualität. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber desto mehr ich habe, desto mehr bessere Leads sind dann auch dabei. Nee, das ist nicht so. Ich kann durchaus 1000 Leads generieren und alle 1000 sind scheiße. Ja, und habe 100.000 Euro dafür verbraten. Ja, oder mehr. Ja? Also es ist nicht so, dass ich automatisch, wenn ich mehr Leads produziere, auch gleichzeitig mehr gute Leads dabei sind. Das ist definitiv nicht so. Ja? Also das ist kein universales Gesetz, dass es immer so sein muss. Deswegen ist die Qualität viel, viel wichtiger wie die Quantität. Ja? Klar ist, dass die Conversion-Rate nie 100% ist. Ja? Das ist auch klar. Und dass du halt irgendwo auch eine gewisse Anzahl von Leads benötigst, um dann letztendlich bei einer Conversion-Rate von 30% auch eine Konversion zu haben. Also wenn du nur 2 Leads hast, hast du eine Conversion-Rate von 30%, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich impliziert, dass du keine Conversion hast am Ende. Ja? Das heißt, du brauchst natürlich eine gewisse Anzahl von Leads, aber immer ist die Qualität wichtiger wie die Quantität. Immer. Okay, das nochmal kurz bereinigt vom Tisch. Also, zurück zu unserer Matrix. Um jetzt, wenn du sagst, okay, ich will jetzt hier wachsen, ich will skalieren, ich will outsourcen, da, alles super, Empfehlungen. Manche und ich würde sogar sagen, die allermeisten, Geschäftsleute, Selbstständige, Businesses, Softwareentwickler, IT-Berater, IT-Dienstleister und so weiter, leben von Empfehlungen, ja. Aber um diese Empfehlungen zu generieren, müssen sie erstmal Kunden gewinnen. Das heißt, das hier ist immer die Grundvoraussetzung, dass du das als erstes tust, um das zu dir überhaupt leisten zu können. Oder dass das passiert, muss erstmal das passieren. Und wenn das hier du dir nicht leisten kannst oder nichts von denen hier passiert oder nicht möglich ist, dann ist es nur der einzigste Grund, das ist wirklich der einzigste Grund, wenn du das nicht genug hast, ist, dass du das nicht genug machst. Ja, nochmal. Ja, universelle Gesetz und Regel, deswegen mache ich dieses Video. Wenn du hier Probleme hast, dass du dir das leisten kannst, also wenn du das aus irgendeinem Grund nicht genug hast oder machst oder machen kannst oder was auch immer, ist immer, und zwar immer ausschließlich zu 100%, der Grund dafür, dass du von dem hier nicht genug machst. Ja, also, denn du musst das hier machen, um dir das leisten zu können. Okay, ganz, ganz wichtig. Okay, cool. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und wenn du sagst, okay, ich wachse nicht schnell genug und gleichzeitig habe ich auch nicht genug Geld, um zu investieren, damit ich schneller wachse, mach mehr hier. Mehr hier, mehr da. Ganz einfach. Und alles andere, wenn du irgendwie so Schlenker versuchst, ja, so hinten, oben, rum, unten durch oder was weiß ich, oder hinten rein, was weiß ich, ja, wenn du sagst, okay, ich versuche mich da irgendwie durchzuschmuggeln und so weiter, funktioniert nicht. Ja. Du musst einfach hier den harten Weg gehen, der Kaltakquise, Content, ja, raushauen ohne Ende, was weiß ich. Ich habe jahrelang Videos produziert auf YouTube, bevor ich dann mal einen Kunden gewonnen habe. Ja. Jahrelang, ja, direkt über YouTube. Bestimmt 1, 2, 3 Jahre. Ja.
Immer und immer wieder, ja, blinde Schwimmer, ja, nicht aufgeben, bis zum Ziel durchschwimmen, ja, auch wenn du den, wenn da eine Nebelwand ist und du das Ziel, ich weiß nicht, bist du schon 80% des Weges oder bist du erst 60% des Weges geschwommen, ja, hier das vorherige Video, unbedingt nochmal anschauen, das vorherige Video, der blinde Schwimmer, habe ich vorhin gerade aufgenommen, ja, einfach unbedingt nochmal anschauen, verlinke ich euch hier auch unten, oben und so weiter, ja, anschauen. Ja, weil du eben hier den Nebel hast, von Beginn zu Ziel, ja, du hast hier den ganzen Nebel, du weißt gar nicht, du kannst nicht wissen als Unternehmer, sorry, ja, wenn du diese ganzen Sicherheiten willst, dann werde verdammt nochmal Beamter, ja, und selbst da ist alles nicht mehr sicher, glaube ich, ja, mittlerweile, zumindest nicht in Deutschland, sondern was weiß ich, ja, auf jeden Fall, du bist Unternehmer, verdammt nochmal, ja, du, da ist eine Nebelwand, das ist für alle gleich, für mich ja auch, also ich habe ja auch Ziele, und so weiter und so weiter und hier ist eine Nebelwand, ich habe keine fucking Ahnung, ja, ob ich die Ziele bis Jahresende dann erreiche oder was ich dann letztendlich erreicht habe am Jahresende, weiß ich ja genauso wenig, ja, ich habe ja auch Risiken, ich habe auch Leute eingestellt und so weiter, ja, ich habe bei mir Vertriebler beschäftigt und so weiter, ja, also ich meine, die sind auch nicht günstig, ja, und ich kann dir eins sagen, ein wirklich guter Vertriebler, ja, ja, der dich weniger kostet wie, sag ich mal, brutto 8.000 Euro im Monat, da ist irgendwas verkehrt, ja, sorry, also, es ist teuer, ja, und da musst du gewisse Risiken eingehen, da musst du gewisse Investments machen und so weiter, und hier ist eine Nebelwand und du weißt nicht, in 99,9% der Fälle, als Selbstständiger, als Unternehmer, bist du jetzt hier auf 66%, 80% oder wie weit bist du noch, weil hier die Nebelwand ist, letztendlich, wie weit bist du noch vom nächsten Target, vom nächsten Level entfernt? Du musst trotzdem durchziehen, darfst trotzdem nicht aufgeben. Ja? Keine toten Pferde reiten. Aber ich kann eins sagen, in 18 von 20 Fällen ist der Grund, dass die Leute zu früh aufgeben, der Grund, dass sie scheitern und nicht der Grund, dass sie tote Pferde reiten. Ja? Nur in 2 von 20 Fällen, also quasi nur in 10% der Fälle, ist es, dass sie tote Pferde reiten, weil sie einfach schon längst vorher aufgegeben haben. Ja? Okay, dann hier nochmal zurück zu dieser Matrix. Warmerquise, Kalterquise. Warmerquise setzt voraus, dass du diese beiden Dinge hier tust. Das heißt, du gibst hier Geld in Form von Euro, ja, Dollar oder Yen oder ungarische Forint oder was auch immer. Gibst hier Geld in den Social Media Plattformen, das ist ein kleiner Booster. Ja. In dem Fall musst du dich aber selber noch um alles selber kümmern. Wir sind hier bei du. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt ganz normal, du hast noch nie was damit zu tun gehabt. Du hast weder irgendwie Content gemacht, ja, weder irgendwie schon mal Ads gemacht, du hast noch nie Kaltakquise gemacht oder mal probiert, nicht funktioniert. Warmerquise geht nur, wenn du Content und Ads machst, by the way. Ja, also es geht also nur das. Das hier geht nur, wenn du das und das machst. Ja. So, ja, also Ads auf Content oder Ads direkt auf Leads, E-Mail und so weiter. Letztendlich das und das geht nur in Kombination mit dem, ja, entweder beides und dann das oder eins von beiden, ja, aber Warmerquise aus nichts kommt nichts. Dann würde ich dir eines empfehlen, da gibt es die sogenannte 100-Regel, okay, ist eine doofe Regel ein bisschen, aber um das Ganze zu konkretisieren, zu quantifizieren, und das ist die 100-Regel. Und das ist also eine Pi mal Daumen-Regel, wo du einfach mal mit starten kannst, wo ich dir auch wirklich ans Herz legen würde, vielleicht sogar bevor du mich kontaktierst und dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir machst, dass du einfach mal das selber durchziehst, ja, wenn du noch ganz am Anfang bist zum Beispiel, ja, um hier einfach schon mal gewisse Erfahrungen zu sammeln und auch mal zu sehen, okay, so easy ist das vielleicht gar nicht. Vielleicht brauche ich dann doch irgendwie hier dann irgendwann mal was, aber erstmal musst du das hier machen, um dir das überhaupt leisten zu können. Ich sage es immer wieder. Okay. Und das ist hier zum Beispiel 100 Euro am Tag für Ads, 100 Content Pieces, ja, am Tag, ja, ist eine ganze Menge, aber es zahlt sich irgendwann aus, 100 Wahlversuche, Kaltakquise, 100 Wahlversuche oder Gespräche, warme Leads, okay? Und diese 100 Content Pieces, das müssen jetzt nicht irgendwie Videos sein von 20 Minuten Länge, so wie dieses Video hier zum Beispiel, ja, sondern die 100 Pieces, das können einfach nur
das, was aktuell super funktioniert, diese Shorts hier sein, ja. Also glaub mir, wenn du 100 Shorts am Tag machst, die müssen teilweise nur 15 Sekunden lang sein. Du wirst, wenn du das lange genug machst, wirst du Erfolge, wirst du Resultate haben. Ja? Also rein jetzt von der Methode her. Ich weiß jetzt nicht, was du genau anbietest und so weiter. Du schaust jetzt hier dieses Video auf YouTube, du bist ein anonymer Zuschauer. Ich kenne dich jetzt nicht mit deinem Business, was du anbietest, aber egal, was du machst in der IT-Branche, wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast, und machst über dich und dein Business und halt deine Rübe ins Telefon rein, ja, 100 Mal am Tag, ja, mit irgendwelchen Pieces und so weiter. Ich habe das eine Zeit lang durchgezogen, auch auf TikTok, hunderte von Videos raufgeladen, als dann noch sehr viel organischer Reichweite war und so weiter. Auch alles ausprobiert und durchgezogen, aktuell funktioniert noch ganz gut, auch Reels auf Facebook und Instagram nach wie vor, aber das wechselt auch die ganze Zeit. Ich würde einfach empfehlen, fokussiere dich auf 1, 2, 3 Kanäle und mach die anderen so ein bisschen mit. Das heißt, du produzierst ein Content-Piece und recycelst das. Ja? Das bedeutet, wenn du also 100 Pieces am Tag, bedeutet nicht, dass du 100 Pieces gestalten musst, sondern du machst irgendwie ein Piece oder sag mal, du drehst 10 Videos, ja, und hast insgesamt 4 oder 5 Social-Media-Plattformen. Und jedes dieser 10, und dann hast du schon 10 hoch 5. Ja? Also du hast zum Beispiel jetzt 10 Videos gemacht, ja, und hast 5 Plattformen, ja? Dann hast du schon 50 Pieces. Ja? Also 10 mal 5, nicht 10 hoch 5, sondern 10 mal 5. Dann hast du schon 50 Pieces. Ja? Und dann machst du jetzt von diesen 10 Videos noch, sag mal, jeweils 10 Short Versions oder irgendwie sowas oder zerlegst die noch und zerteilst die dann so ganz schnell in 100 Pieces. Also es ist wirklich machbar. Dann kannst du noch einen Blogartikel machen und so weiter. Wir haben heute mit ChatGPT, das ist überhaupt kein Problem. Und das musst du eben gemacht haben, um dann letztendlich dann Umsatz, Kunden, Cashflow und so weiter generiert zu haben. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich letztendlich, jetzt langsam generiere ich Empfehlungen, ja. Jetzt hole ich mir irgendwie Affiliates, ja, ich hole mir eine Agentur, beauftrage die, ja, oder baue mir ein eigenes Team auf und so weiter. Okay, so, das ist die Matrix. 8 Möglichkeiten gibt's, ja, und es gibt nur diese 8 Möglichkeiten. Alles, was du jetzt irgendwie noch irgendwo aufgeschnappt hast, fällt unter diesen 8 Kategorien, ja, ganz einfach. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen auch versimplizieren konnte, ja, einfach vereinfachen das Ganze, weil einfach da draußen irgendwie man auch ganz schnell irgendwie lost wird, ja, also irgendwie hat man das Gefühl, es gibt irgendwie 117.000 Möglichkeiten, wie man Leads generieren könnte und man ist dann so, bei so vielen Optionen ist man meistens blockiert, dass man gar nichts macht und das ist halt letztendlich in der Realität, weil egal was es da draußen angeboten wird, an sonstigen Dingen, seriös oder unseriös, ist völlig egal. Ja, es fällt alles immer unter diesen Kategorien, die dann nochmal unter 2 Kategorien unterteilt werden, nämlich die Dinge, die du selber machen kannst und die Dinge, die du dann, wenn du selber genug davon gemacht hast, genug Cash produziert hast, einen Umsatz, mit diesem Cash wiederum reinvestieren kannst, um andere damit zu beauftragen, eben noch wesentlich mehr damit zu machen. Und mit anderen Worten ist das hier ein anderes Wort, um das hier mit einem Wort zusammenzufassen, ist Skalierung. Ja, und mit System würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du da auch systematisch skalierst. Warum? Weil alles, was du, sagen wir mal, jede Ineffizienz, die du hast, häufig ist es auch in der Kommunikation, da mache ich nochmal ein extra Video als nächstes dann gleich. Jede Ineffizienz, die du hast, skalierst du beim Skalieren mit. Und das wird dann irgendwann später ein absolutes Problem. Jede Firma, wirklich egal welche Branche jetzt, ja, also es geht jetzt nicht nur um IT oder sonst was, es ist wirklich jede Firma da draußen, die jemals erfolgreich skaliert hat, ob das jetzt McDonald's ist oder egal was, haben immer das Gleiche zuerst gemacht und das war Lean Management. Das heißt also Slim Down, Vereinfachung aller Prozesse, Vereinfachung des kompletten Businesses. Ja? Vereinfachung, Vereinfachung, Vereinfachung.
Und erst wenn sie so weit vereinfacht hatten und standardisiert hatten, dass es gar nicht mehr anders geht, erst dann haben sie wirklich skaliert. Und having said that, würde der Engländer sagen, ja. Um das aber gleich mit auf den Weg zu geben, nicht jedes Business ist dafür geschaffen oder prädestiniert, ja, massiv zu skalieren. Ja. Es gibt einfach viele Spezialisten und darunter auch viele in der IT, die sind einfach nicht dazu von der Art und Weise, was sie anbieten, dass sie einfach hier einfach mal so beliebig skalieren können. Ja? Und das ist auch okay so, weil es gibt auch einen Markt für viele Spezialisten und kleine Firmen und es ist auch gut, dass nicht, ansonsten gibt es ja nur große Firmen, ja? oder kleine Firmen, die auf dem Weg dahin sind, sozusagen groß, super groß zu werden. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Hyperexperte in der Schönheitschirurgie, ja, oder als Zahnarzt oder was weiß ich, also so super Expertise in irgendeiner Supernische hat,